Herzlich willkommen zu unserem kleinen Videoplaylist, wie wir das Game of Life programmieren. Mein Name ist Frederik Weitz und das ist die vierte Folge. In der letzten Folge hatten wir die Pilze setzen wollen und die auch grafisch anzeigen wollen und hatten aber festgestellt, dass wir dieses Feld noch gar nicht initialisiert haben. Das liegt daran, dass wir eine leere Liste am Anfang programmiert haben und haben die Liste aber noch gar nicht mit Elementen aufgefüllt. Das müssen wir jetzt noch nachholen. So, das ist immer ganz wichtig. Solche Listen, die müssen abgefragt werden, wie viele Elemente sind da drin. So, das macht man mit der Funktion len, Klammer auf, Klammer zu. In diesem Fall verlassen wir uns aber einfach darauf, dass dieses Feld existiert. So, und dann oder haben wir uns darauf verlassen und haben das aber vorher gar nicht dem Programm gesagt, dass er dieses Feld erzeugen soll. Das müssen wir noch nachholen. So, und wir gehen gleich mal wieder in unser Fensterchen hinein und wir müssen hier noch eine nächste Definition machen, nämlich das Feld initialisieren. Und das machen wir folgendermaßen. So, wir gehen mal ganz oben rein. Definition Pilzfeld initialisieren und auch hier übergeben wir keine Variable, aber wir müssen uns Pilzfeld als global definieren und in diesem Fall auch, weil wir hier ein Abbild von dem Pilzfeld später erzeugen wollen, das Feld Pilz lebt. Dann hole ich mir meine Schleife und kopiere mir die hier rein, mit der wir das durchlaufen. Und jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen nämlich einmal in das Pilzfeld ein Element einfügen. Das tun wir an der Stelle i. Und bei y an der Stelle 0. Und dasselbe machen wir mit Pilz lebt. Einfügen und an der Stelle i und bei y an der Stelle 0. So. Und jetzt müssen wir bei dem Pilzfeld an der x-Stelle i. Jetzt setzen wir dahinter eine eckige Klammer und schreiben dort i hinein. Müssen wir jetzt einfügen an der Stelle j und da müssen wir eine 0 einfügen. Und Entschuldigung, also nicht an der Stelle 0, sondern wir fügen hier in die Liste eine 0 ein. Und das ist der Wert, der übergeben wird oder der eingefügt wird. Und also die erste Position bezeichnet die Stelle und die zweite Position den Wert. So. Und dasselbe müssen wir jetzt nochmal mit dem Pilzfeld J machen, mit dem Pilz lebt. Bin heute irgendwie nicht auf der Höhe der Zeit. Auch wieder an der Stelle I und Insert und genau dasselbe. So. Und damit habe ich sozusagen jetzt eine Liste oder eine in sich geschachtelte Liste erzeugt, die ein zweidimensionales Feld ergibt, und zwar zweimal. Und die stehen jetzt alle auf 0. Hier, überall habe ich 0 eingefügt. Das heißt, wenn ich das jetzt ohne die Zufallsfunktion, wo dann zufälligerweise die Werte auf 1 gesetzt werden, durchlaufen lasse, dann zeigt er mir gar nichts an. Weil wir in unserem Pilzzeichnenfeld gesagt haben, nur wenn es 1 ist, wird ein Pilz angezeigt, ansonsten setzt er mir keine Pilze rein. Oder zeichnet zwar Pilze, aber er setzt sie eben auf die Hintergrundfarbe, das heißt, ich sehe die nicht. So, und jetzt muss ich mir mein Pilzfeld hier initialisieren. Pilzfeld initialisieren. Vergesst bitte nicht die Klammer auf, Klammer zu am Ende.
So, und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Und ich gehe in mein Eingabefeld. So, und jetzt setzt er uns die Pilze. So, jetzt haben wir 100 mal 100 Pilze hier gesetzt. Das heißt, das ist doch ein ganz enormes Feld, nämlich von insgesamt 10.000 Pilzen, die der mir hier zufälligerweise reingesetzt hat. Jeder Pilz hat einen Durchmesser von 5 Pixeln. Also sie sind relativ klein. So. Okay. So sieht das aus. Und es macht noch gar nichts, aber zumindest hat er uns jetzt schon mal was auf den Bildschirm gebracht. Gut. Das war es sozusagen jetzt erstmal so mit diesen ganzen Hintergrundarbeiten. Und beim nächsten Mal werden wir dann anfangen und werden uns unsere kleine Routine schreiben, die diese ganzen Pilze setzt und dafür sorgt, dass die sich dann auch Schritt für Schritt bewegen. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und machen dann weiter.